voll der coole Laden. Hey Girl, sorry I'm late. Hey du, gar kein Problem. Ich hatte bis gerade auch noch voll viel zu tun. Willst du einen Kaffee haben? Ich habe etwas mitgebracht. Virgin Sundowner? Gerne, danke. Ich nehme, glaube ich, einen Löffel. Ja, ich würde auch so einen Löffel hier nehmen. Wirklich? Du musst nicht meinetwegen. Ich hab mir das nur so angewöhnt, deswegen. Doch, doch. Ich find's cool, wirklich. Okay. Super, danke. To be honest, ich war schon echt aufgeregt vor unserem Treffen. Was? Wieso? Ja, hallo, du hast halt voll die starke Personality. Und ich meine, Kyumi hat mir das mit der Deutschprüfung erzählt. Ey, das fand ich so nice von dir. Ich hab mir da aber wahrscheinlich doch eher so ein bisschen selbst ins Bein geschossen mit. Oh, wieso? Die wollen mich jetzt in die Nachprüfung schicken, deshalb. Wie unfair ist das denn? Ja. Und wenn ich die nicht bestehe, dann verkackt das übelst mein NC. Ich habe halt keinen Bock, bei Frauenfeindlichkeit die Klappe einfach zu halten, so nur weil die das nicht verstehen. Ja, safe. Ey, ich kenne das voll. So, keine Ahnung, weißt du, alle haben irgendwie immer dieses bestimmte Bild von mir, dass ich die laute, sexy Partysoe bin. Und keine Ahnung, dass ich mich halt so anziehe, damit das die Jungs nice finden. Und ich mache jetzt auch neuerdings diese Tanzvideos, wo ich ja schon eher leicht bekleidet bin. Aber weißt du, das ist halt meine Art und Weise von Protest. So, ich finde mich so schön. Und zwar nicht, weil Männer das geil finden, sondern weil ich das nice finde. Weil wenn du das nur wegen Männern nicht machen würdest, dann wäre es auch eine Form von Unterdrückung. Exactly. Aber irgendwie verstehen das die meisten einfach nicht. Und keine Ahnung, dabei ist es mit den Jungs gerade eh alles so. Ich weiß nicht, seitdem das mit Finn irgendwie over ist, so, das hat mich schon einfach sehr mitgenommen. Aber jetzt nicht mehr so, oder? Nö, eigentlich gar nicht mehr. Es gibt da halt auch eine Person, die ich ganz cute finde. Ja, wirklich, ist ja mega. Ich sag aber nicht wer, nur es ist auf jeden Fall kein Boy. Aber also, du und Finn, ihr redet noch miteinander? Ja, ab und zu schon. Also, ich find's einfach gut, dass wir jetzt befreundet sind. Nur Finn und ich, wir verstehen uns in letzter Zeit ganz gut. Okay, und? Und, ich wollte dich nur mal fragen, ob das okay für dich ist, wenn wir, naja. Oh, Finn hat mir gar nicht erzählt, dass er schon. Wenn es nicht für dich okay ist, dann weißt du. Doch, doch, safe. Also ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann doch, hey. Und ich meine, so wenn du irgendwelche Tipps brauchst, so dann. Tipps? Naja, zum Beispiel, Finn hat da so einen Sweet Spot direkt am Ohrläppchen. Das macht ihn verrückt, wenn du ihn da beim Küssen so streichelst. Hier, guck da. Sorry, ich wollte jetzt nicht. Nee, sorry, ich habe mich nur gerade erschrocken. Alles gut. Tut mir leid, ich bin manchmal ein bisschen zu touchy. Ah, Mist. Ava hat sich ausgesperrt. Ich soll ihr den Schlüssel vorbeibringen. Ey, wäre das jetzt richtig scheiße, wenn ich dich jetzt alleine sitzen lasse? Alles gut, du mach mal. Ich muss eh gleich zumachen und dann auch los nach Hause. Okay, tut mir wirklich leid. So. Scheiße, jetzt haben wir noch gar nichts fürs Abi-Video gemacht. Aber hey, noch ein Grund fürs nächste Treffen, oder? Mhm. Und
Finn kann sich wirklich glücklich schätzen. Bye, girl. Tschüss.